Das ist ja mit dir nicht normal. Und ich habe mir gerade vorgestellt, dass das so eine Schlabberschamlippe ist. Ja, zügeln deine Worte. Zügeln Sie Ihre Worte, Sir. Was machst du denn jetzt? Kochst du jetzt was? Ich wollte doch, wo habe ich es hingetan? Guten Tag. Ich hab's deine Hand gerade. Boah, ist der salzig, dieser billig hohe Schinken. Ja, isst der doch noch einen, du, damit der noch fetter ist. Boah, da ist so Fett dran, jede Menge. Hier ist ja Fett dran, da steht da nur zur Hälfte aus Fett. Wo ist die Dose? Okay. Ja, es geht ja in der heutigen Episode zugeschissen.com um dieses Gericht. Und zwar ist es ein Gericht aus einem Glas. Das sieht aus wie Kotstücke obendrauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Rosmarin? Wir gucken mal hier. Den Inhalt der Flasche in eine Schüssel geben und das lauwarme Wasser dazu gießen. 500 Milliliter steht hier, okay? Alles mit den Händen oder mit einem Knethaken circa 3 bis 4 Minuten. Ach nee, zieh's ja so Ende. Okay, also, wir haben hier die Flasche, dann brauchen wir hier einen Bottich. Da kommt die gut. So. Ist das Mikro jetzt passend? Jetzt steht das Mikro aber so passend, dass man mich gut hören kann, ne? Nimmst du das jetzt auf? Ja, natürlich, ich nehme doch alles auf, weißt du doch. Ah, jetzt muss er sich seine Gyno-Handschuhe wieder anziehen. Ich zieh keine Gyno-Handschuhe an hier. Lauwarmes 500 Milliliter? Das wird unverschämt sein. Wie soll ich das denn machen? Nein, nicht 500 Milliliter, ein halber Liter. Ein halber. So ein Arschloch. Mal sehen. Ja. Den haben wir einmal. Wir brauchen einmal einen Bottich. Aber das reintun. So. Hat er mal beim Metz gesagt, ich krieg 500 Gramm Met. Ah, ein Pfund. Nein, sagt er, 500 Gramm. Ah, so, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ah, tun wir nicht mal ein bisschen nach hier. Ja, haben wir doch hier alles. Ist doch jetzt richtig, oder nicht? Also, jetzt mal machen. Zettel hier. So. So, alles in eine Schüssel. Das ist ein One-Pot. Das ist ein gutes Wegglas. Ja, da kann man, die kann man auch als Pinkelflasche nehmen, wenn man nicht aufstehen kann vom Bett. Das ist manchmal wieder nicht, weißt du das? Ja, im Krankenhaus, die sehen ungefähr auch so aus. Das sind Röstzwiebeln. So. Was da drunter ist, irgendwas Grünes und dann haben wir noch was Rot-Gelbes. Ja, das sind kleine braune Kotstücke. Das sind Kotstücke. Aber das stinkt, du. Das geht gar nicht raus. Was ist das denn hier? Eine alte Scheiße, ey. Das ist schon so alt, das ist schon zusammengebacken in der Flasche. Ja, komm jetzt, aber hier. Ach, das ist doch dann. Da musst du mal den langen Stiel rausholen. Ich hab hier. Wo sind denn? Toll, ich hab hier keine. Frag mich, wo meine Eschstäbchen hin sind, in der Nähe von denen so lange. Ah, ey, jetzt komm, ey! Das ist so reingepresst worden. Ey, ja, guck dir die Scheiße mal an, hier kriegst du im Leben nicht mehr raus. Musst du die Flasche aufflexen? Boah, das riecht. Hast du keine Flex im Keller? Ey, was ist denn das für eine. Boah, bitte, das riecht. Boah, das ist. Boah. Daraus sollst du Crepe-Pfannekuchen machen? Da wird doch keine Pfannekuchen machen. Hast du getankt oder was? Das wird hier Grillkringel. Das wird gar nichts, wenn du das nicht bald aus der Flasche rausbekommst. Ich arbeite dran, oder? Das bewegt sich. Da sind schon die ersten Mehlwürmer drin. Da ist schon alles drin mittlerweile. Ey, ja, dann ballert das weg. Ja.
eine Schicht ist ab. So eine Arschlichse. Das sieht aus wie bei Kalksteinabbau. Riecht doch so hier. Ah. Ach komm, das ist doch jetzt ein Scherz hier, ey. Da hat sich ja jemand wirklich Gedanken gemacht, das so zu verpacken. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man es einem Scheiße machen kann hier. Ja, es sieht ja hübsch aus, aber... Bringt nur nichts. Das wäre jetzt wieder der Colin. Das ist doch Schluss hier. Das wäre jetzt wieder der Colin-Test, solche Fertigbackmischungen zu testen. Boah, Herr J. Jung. Guck mal hier, der. Oh, das Mehl. Guck mal, das ist locker. Alter, das hier ist fest. Ach, das ist doch scheiße hier. Bis deine Tomaten reif sind, hast du es auch aus der Flasche bekommen. Ja, wahrscheinlich. Lass mal durcharbeiten. Der Boden ist auch nochmal hier. Da ist doch nicht vorbei. Komm ich auch gar nicht mehr dran. So eine Scheiße hier. Du musst dir den Besenstiel holen. Weil nämlich das Unterste, und das ist jetzt das Fiese, das Unterste ist nämlich die Hefe. Und wenn die nicht drin ist, dann klappt sowieso die Hälfte nicht. So. Das war ja jetzt, das lohnt sich richtig, ne? Das macht doch richtig Spaß. Guckst mir gerne beim Wichsen zu, wa? Schön. So, jetzt kommt hier das lauwarme Wasser dran. Hä? Ist das lauwarm? Ja, naja. Nee, das ist, naja, nee. Ist mittlerweile zu kalt. Nee, komm. Das muss schon lauwarm sein, weil sonst... Ja, dann reagiert die Hefe ja nicht. Aua, heiß. Heiß darf es auch nicht sein, dann geht die Hefe kaputt. Ist das jetzt dein Ernst hier, oder was? Weiß dann weiß ich nicht. Deswegen heißt es ja lauwarm und nicht heiß. Hier. Du willst doch nicht, dass sich die Hefetierchen verbrennen. Ach, doch die Fresse hier. Ja. Das ist aber jetzt kein halber Liter. Doch, das ist ein halber Liter gewesen. Ich hab doch hier ein Messding drin. So, und jetzt musst du da mit den Händen rein. Nee. Erstmal rühre ich das grob durch, damit ich sehe, wie die Masse überhaupt wird hier. Was, das ein Geschleime, ey. Naja, es ist mehr oder weniger Brotteig, also. Danach formst du dann das Gesicht von deiner letzten Ollen danach. Die Fotze. Das sieht aber noch sehr krümelig aus. Ja, oder? Das sieht aber krümelig aus. Und das stinkt. Du glaubst nicht, wie das stinkt. Wenn die einen halben Liter angeben, dann muss ein halber Liter reichen. Kannst du mir mal in meinen Hoden spielen? Ah, der hier per Hand, ich hab doch eigentlich keine Bremse da. So habe ich denn hier so ein Wichsgerät. Jetzt holt er sich seinen Knethaken. Ja, hab ich doch hier in dem Jones da. Hol mir noch ein klein bisschen lauwarm Wasser zum Nachschütten. Kann das sein, dass es zu trocken geht, dann kann man das ja noch nachschütten, oder nicht? Hier ist diese riesige Maschine nochmal. Ofen. Die ist auch bei QVC verkaufen, die kostet 500 Euro. Ja, ist zugeschissen. Aua! Fass mich nicht an! Ja, oh, jetzt weiß ich, wie die heißt. Die Kitchen Egg. Die Kitchen Venus. Boah, jetzt sind die wieder... Oh. Okay, so. Sehen wir hier, ganz elegant, das Ding fliegt wieder raus, das hört man nicht. Da kommt er mit seinem 9,50 Euro Gerät, ey. 8 Euro. Jetzt bleibt er seinem Haken kleben und fliegt dem in die Fresse, ey. Ja, war richtig. Langsam. Ach, Scheiße, hier. Linkshändler, Wichse da.
Ich glaube, das ist zu trocken, wa? Nein. Nee, wie geht es zu trocken? Vier Minuten. Was müssen wir denn danach machen? In Mülleimer werfen. Meine Fresse, ey. Das sieht aus wie ein Elefantenknödel. Du bist ein Elefantenknödel. So, jetzt haben wir das so, sieht teigähnlich aus auf jeden Fall. So, den Teig circa 10 Minuten an einem Wort durchlöchert. Du hast es aber nicht 4 Minuten geknetet. Da steht 3 bis 4 Minuten. Kommt doch hin. Nein. Hör auf hier rumzukrücken. Das muss jetzt gehen. Ja, 10 Minuten gehen lassen. Abdecken. Abdecken, vollwichsen. Der hat einen Tonhals-Titel, ne? Unglaublich. Ja, aber in der Zeit kann man ja auch den Mixer sauber machen und wegräumen und so, ne? Man könnte auch mal ein bisschen zügiger arbeiten. Weißt du, geil, weißt du, wo du mich mal lecken kannst, du Fettgesicht? Hey, das will ich gar nicht wissen. Wo drückt man den jetzt hier? Wollen Sie mein Büro haben? Nein, ich will Ihr Büro nicht haben. Ach, ein fantastischer Tag heute. Nein. Du musst ja heute nicht zum Zahnarzt. Hier fällt ja erst morgen der nächste Zahn raus. Ja, das reicht doch. Das passiert doch immer samstags oder sonntags. Das passiert eigentlich immer. Zahnschmerzen kriegt man ja auch erfahrungsgemäß auch immer am Wochenende. Wochenende oder Feiertag? Ja, jedenfalls immer so, dass du nicht so die Möglichkeit hast, zum Zahnarzt zu gehen. Beziehungsweise, weiß schon. Ja, Schlüsselchen weg. Nichts ausstecken und weg. So, na ja. Ach ja, Manfred. Ja, ist sauer. Schöner kann es nicht sein auf der Welt. Gerade beim Wichsen, das dann scheffelt. Das regt mich ja sowieso schon auf, dass ich gleich nach 2 Uhr zu so einer unchristlichen Zeit hier das Haus verlassen muss. Ja, aber kennst du schon diese geile Funktion? Pass auf. Penis. Ist ja widerwärtig. Ja, so schlimm? Ja, jetzt ist hier alles eingebaut. Übrigens sieht dein Penis sieht wie der Teig aus, wenn du 5 Stunden lang am Stück Sex hattest. Wenn ich 5 Stunden lang halt ein Stück Sex habe. Ich hab doch keinen Sex. Nein. Ja, nie so Unterstellung, Winter. Du bist asexuell.
kriegst doch keinen Sex, ich krieg doch gar keine Frau. Was erzählst du immer für Lügen über mich? Haben sie doch letztens erst gesagt, dass sie immer mehr Frauen sind asexuell. Naja, immer mehr Frauen sind sie, keine Ahnung was die sind. Nee, normal sind die meisten nicht mehr. Also bei manchen Frauen musst du wirklich sagen, die haben eine Kappe mittlerweile. Ganz im Ernst. Die meinen alle, die wären das Zentrum des Universums. Naja, das ist genauso wie bei Internet-Single-Börsen. Die können noch so fett, noch so hässlich, noch so eingebildet bist und sonst so, du weißt nicht, du fragst dich ernsthaft, wo die ihre Meinung herholen. Ehrlich. Nein, die sind sich einem bewusst, die haben eine Vagina. Ja, das ist ja das Traurige, dass das heutzutage im Internet vollkommen ausreicht. Das ist ja das Traurige, dass sobald du eine Möse hast, heutzutage der König im Internet bist. Und irgendein verzweifelter Typ hechelt dann so einer dann doch noch hinterher. Es gibt immer Männer, die den Frauen hinterherlaufen. Das ist ja normal. Das ist ja gerade das Schlimme daran. Das ist gerade das Schlimme, was man ehrlich gesagt auch verteufeln muss. Also das ist einfach nur scheiße. Nur die dann so verzweifelt sind, die sagen, ach ja, ich nehme auch die kriegen dann als Antwort, du bist mir zu hässlich. Ja, so Leute wie du. Ja, genau. Ja, genau, so machen wir das nämlich hier. Ein Puff. Ein Arbeiterpuff. Puff, Puff. Puff, 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 Kaderpuff. Dann gehe ich doch lieber in den Putin-Chat. Ja, mit deinem komischen Russenball da. Es fangen nicht wieder irgendwie böse Sprüche an. Hüte deine Zunge, habe ich gesagt. Ach komm, gestern, das war doch fake. Glaubst du selber nicht. Ah. So, Mixer mal geworden. Hat der kleine Micha seinen Sohnkist ausgetrunken? Hat der schon sein Butterbrot von der Mutti ausgepackt? Nein, aber ich habe hier meine Kinderhörnchen. Das erinnert mich so ein bisschen an den ersten Film von Harry Potter, wo die sitzen. Alle haben was Tolles und der mit den roten Haaren da, ich hab schon. Dann hat er dieses vergammelte Brot da eingepackt von seiner Mutti, ey. Moment. Ich weiß nicht mehr, wie ich mein Mixer einpacke. Schmeißen doch weg. Komm hier, ey. Kauf doch einen neuen. Ja, genau. Ich schmeiß den einfach weg und kaufe einen neuen. Warum haben Sie den Mixer weggetan? Ich wusste nicht mehr, wie der zugeht. Wie der Robert Geis, der ist in Monaco, ist der da zum Rolls-Royce-Händler gefahren. Ich brauche einen neuen. Ja, das ist doch noch gut. Ja, aber der Aschenbecher ist voll. Ja. Und falls das hier mit dem Grill, Kringel, Brot, irgendwas... Das wird wieder aussehen wie ein Verkehrsunfall, wenn das aus dem Backofen kommt. Weißt du, du siehst aus wie ein Verkehrsunfall. Egal, du musst immer alles schlecht reden. Du kannst hier keinen Satz reden, ohne dass du irgendeine Scheiße hinterherballern musst. Ich bat doch recht behalten. Du musst mit Photoshop noch ran, damit du das überhaupt bei Instagram posten kannst. So. Nein, das würdest du ja nie machen, weil dir ist das scheißegal, wie das aussieht. Danach teile ich nochmal durchkneten. Ich habe gerade alles weggeräumt. Ich roll mich weg. Jetzt hat er alles sauber gemacht. Ja, man sollte vielleicht... Man hätte diesen kleinen Text auch mal durchlesen können, ne? Ja. Lesen soll helfen. Wer lesen kann, ist klein. Kleine Brote von Länge nach mittig... bis jeweils ca. 3 cm vom Rand. Hallo, ich wollte meinen schlauen Spruch noch loswerden. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich kann ja lesen, aber ich habe die Aufmerksamkeitsspanne ist zu niedrig. Ja, bei mir wäre es hundertprozentig genauso gegangen doch. Du hättest auch nur die Hälfte gelesen. Gut, ich habe den Teil fertig, ich habe ihn in der Ecke und dann oh. Nur bei mir wäre es dann anders gewesen. Wenn ich noch bei Mutti gewohnt hätte, hätte ich der das schon mal sauber machen lassen. Dann hätte ich es wieder rausgeholt und nochmal durchgehen. Mutti, du musst nochmal spülen. Sieht echt aus. So stelle ich mir, nur ohne Bart, stelle ich mir diesen übergewichtigen kleinen Micha so mit 9 Jahren auf dem Schulhof vor. Oh, ich habe meinen Durstlöscher hier. Ich hatte damals schon keine Freunde. Ja, kein Wunder.
Der hat damals schon seinen Klassenkameradinnen auf die Füße geguckt mit 9 Jahren. Jetzt fängt er wieder mit diesem Schwankram an. Ich hab gesagt, das sind miese Unterstellungen. Du. Anzeige ist raus. Kann man ja mal in den Raum werfen. So, das war mal das Gitarre. Dieser Luftzug. Diese Power hier, du. Ganz der Lumpenpack, du. Das ist lauter als mein Staubsauger und da kommt fast nichts hoch. Na, wir haben noch nicht so einen Killer. Das geht. Boah, jetzt weiter. Heute Abend, 20.15 Uhr, gucke ich The Zone. The Zone? Borussia Dortmund. Fantastisch. Ja, ich habe doch noch den Gratis-Monat. Ich habe schon gekündigt wieder. Hat sie aufgebläht und jetzt... Das sieht jetzt ungefähr aus wie der fertige Fleischsalat von Tanzverbot. Jetzt gebe ich mal ein Kompliment ab und dann ist es auch... Ich geb dir gleich. Ja, ja, das verdiene ich, das stick an deiner Scheiße. Stell mal vor, da sitzt ja so eine Olle gegenüber, die auch Tanzverbot kennt. Dann sagt die, na, wie findest du meine Haut, die ich mich geschminkt habe und so. Ja, das sieht ungefähr aus wie dem sein Fleischsalat, wenn der fertig war. Machen lieber keine Freunde, du. Nee, das glaube ich auch, du. Nee, so macht man sich keine Freunde. Ich kann ja nur ein bisschen an mir da spüren. Aber ich will ja auch nur Sex, ich will ja keine Freunde. Wir sind ja schließlich hier nicht bei Tanzverbot in der Küche. Wie in so einer Messi-Bude. Das gibt's hier nicht. Alte Schweine. Das Beste war doch, wo deine YouTuber-Kollegen bei ihm waren und haben seine ganze Wohnung aufgeräumt. Und eine Woche später sah es schon wieder genauso aus. Ja, kein Wunder bei dem, oder? Aber noch ekliger war es bei Excel 95, dem haben sie auch die Wohnung aufgeräumt. Da waren die dann durch die Wohnung am Gehen und was ist denn das da? Unterm Handtuch war noch so eine Styroporverpackung vom Lieferdienst. Da war schon schimmliges Restfleisch drin und alte Pommes, die schwarz geschippt waren. Ja, das ist ja ekelhaft, ey. Ja, bevor wir jetzt hier was auf dem Blech tun. Die Kringel im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 30 bis 40 Minuten knusprig braun backen. Zwei kleine Brote formen in der Länge nach mittig, ca. 3 cm vom Rand. Dann heißt das, komm, leck mich am Arsch. Da kannst du auch eine Olle im Kreis scheißen lassen, dann hast du auch einen Kringel. Ich kann eine Olle im Kreis scheißen? Im Kreis scheißen lassen, dann hast du auch einen Kringel. Oh, das wäre durchaus möglich, aber ich möchte das nicht. So, kommen wir hier. Damit du wieder hier. Hast du das auch nochmal durchgeknetet? Ja, hab ich. Wotze. Hast du es auch komplett durchgelesen? Gleich knallt es, mein Freund. Hast du auch gespeichert? Geh ich da mal hier noch kurz ein bisschen mit unter? Jetzt klopft es bei mir an der Tür und dann steht der Joko, der Klaas davor. This is on fire. Ja, ich glaube, das geht nicht, aber... Das sieht aus wie mein Quark, den ich in Paprikapulver reingemacht habe. Sieht ein bisschen nach Scheiße aus. Och, nein! Was glaubst du, wofür Gott dir Finger gegeben hat? Zum Wichsen. Aber er will es ja partout nicht anfassen. Das sieht aus wie diese Maske beim Zahnarzt, wenn sie so einen Abdruck nehmen. Ja, das sieht aus wie so ein... Hier, du weißt schon. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Das wird bestimmt wunderhübsch. Ja, klar. Das wird eins der schönsten Kunstwerke, die du je gesehen hast, wenn es fertig ist. Danach ist das hart wie ein Ziegelstein.
Ja, das auch. Oh, ich glaube, ich muss mir noch meine Zähne putzen gleich. So, das kommt jetzt in den Ofen. Fantastisch, oder? Ich habe da noch Speisereste von letzte Woche drin. Speisereste kommen aus meiner Hose. Dann sehen wir uns an, wenn es fertig ist.